Ich stehe jetzt hier vor der Kölner Philharmonie. Es regnet und tröpfelt und ich bin gleich verabredet mit Sven Holm. Er ist nicht nur Regisseur, er ist Ensemblegründer, ein kreativer Kopf und er wird im Oktober zu Gast sein mit einem spannenden Schönberg-Projekt. Über ihn, über sein Ensemble und seine Ideen möchte ich gleich sprechen. Wir sind der Herr Rath, hallo. Hallo. So, inzwischen sind wir auch im Inneren des Gebäudes angekommen. Sven Holm sitzt mir gegenüber, hat mir gerade gestanden, dass die Nacht ein bisschen kurz war, weil die Deutsche Bahn alles gemacht hat, nur nicht pünktlich die Menschen transportiert, wo sie hin sollen. Und deswegen ist eine gewisse Ermüdung vielleicht jetzt im Interview doch auszublenden. Herzlich willkommen. Vielen Dank, guten Tag. Sie haben in Köln eine kleine Trilogie am Start. Und bevor wir über die inhaltlichen Komponenten sprechen, möchte ich zunächst über Sie sprechen, über Ihren Werdegang, wie Sie letztlich auch das geworden sind, was Sie heute sind. Ja, ich bin ursprünglich Musiker, Trompeter, Pianist und als ich dann irgendwann, wenn man dann so anfängt, also Abitur, diese ganzen Wege, bin ich zum Theater gekommen und habe viel Theatermusik komponiert, Filmmusik, habe selbst Theater gespielt, eine Theatergruppe gegründet damals. Hab dann überlegt, Schauspiel zu studieren und habe dann über Umwege, als ich mich dann fürs Klavierstudium vorbereitet habe, dann mich doch spontan entschieden, Opernregie zu studieren in Berlin. Und plötzlich war ich in diesem Studium, weil ich dann da genommen worden bin, wie das manchmal so ist, habe dann tatsächlich richtig Opernregie studiert. Und während des Studiums haben sich schon unterschiedlichste Zusammenarbeiten ergeben, die eher so außerhalb des Theaters stattgefunden haben. Und ich habe im Zuge dieser Arbeit auch meinen Kollegen und Freund Vicente Larrañaga kennengelernt, mit dem ich dann mehrere Projekte gemacht habe und dann mit einigen anderen Playern der damaligen Berliner 90er-Jahre-Theaterszene diese Kompanie Novoflot gegründet. Und habe dann jahrelang auch als freier Regisseur an Opernhäusern gearbeitet und eben auch immer mit Novoflot co-produziert mit Häusern und unsere eigenen Projekte gemacht. Und irgendwann ist das jetzt in den letzten Jahren immer mehr geworden, dass die Kompanie einfach so viel Energie braucht und die Dinge auch so gut laufen und wir so viele Projekte haben auf der ganzen Welt, dass ich in den letzten Jahren mich eigentlich zu fast 100% der Kompanie gewidmet habe und mich da immer noch in einer komfortablen und schönen Situation wiederfinde. Bevor wir gleich genaueres über die Kompanie von Ihnen erfahren, die Frage, Sie haben das schon angedeutet, diese frühe Erfahrung mit dem Theater, man spricht ja immer vom berühmten Theaterblut. Wenn das nicht mit den Genen vererbt wird, entwickelt man diese Leidenschaft ja dann doch meist auch relativ früh. Was ist das eigentlich für Sie, diese Magie, dieses Theaterblut? Also ich habe ja tatsächlich als Kind aufgesogen, das Musikerblut oder Musikerinnenblut durch meine Verwandtschaft oder durch meine Vorfahren, die alle mit Musik zu tun hatten, Komponisten. Und meine Oma war Pianistin und ich habe mit ihr schon viel daran gearbeitet als kleines Kind und als älterer Jugendlicher. Und dann hat sich irgendwann, war für mich eigentlich das Theater oder die Theaterbühne war wie so eine Erweiterung des musikalischen Raumes. Also ich hatte mich schon als Jugendlicher auch immer für musikalische Räume interessiert, für Komponierende, die musikalische Räume entwickelt haben. Habe selbst viel auch mich mit Jazzmusik beschäftigt und mit Raummusik und mit Kompositionstechniken und so weiter. Und irgendwann war für mich die Theaterbühne dann eigentlich ein Mittel, den musikalischen Raum zu erweitern. Und dadurch bin ich eigentlich zum Theater gekommen. Und parallel dazu war es bei mir tatsächlich ganz klassisch. Ich hatte schlicht einen ganz tollen Lehrer an der Schule, der hat eine Theater-AG jedes Jahr angeboten. Und dann haben wir mit dem Abitursjahrgang tatsächlich ein Holocaust-Stück aufgeführt, also ein Stück über den Nationalsozialismus. Und da habe ich das erste Mal auf der Bühne gestanden und habe das mitbekommen, wie das als Schauspieler ist und wollte tatsächlich dann auch eine Zeit lang Schauspieler werden und hatte auch schon einen Platz an der Schauspielschule und habe mich dann aber doch wieder umgewendet und gemerkt, nee, ich sitze doch lieber hinter der Bühne oder beziehungsweise vor der Bühne als Beobachter und male mir die Dinge aus und fühle mich auch heute noch als Regisseur eigentlich eher wie ein Komponierender, weil wir entwickeln unsere Stücke ja immer selbst, gerne auch im Work in Progress mit allen Beteiligten. Und dann ist es eigentlich so, als wenn man einen musikalischen Raum komponiert. Weil als Regie oder als Regisseur einer
ich sag mal, konventionellen, fertigen Kompositionen ist man ja eher der Umsetzer der Komposition und wir machen ja beides zusammen. Wir entwickeln die Texte, wir entwickeln gemeinsam mit unseren Komponierenden die Musik beziehungsweise beauftragen sie mit der Musik. Und das Ganze ist eigentlich ein Prozess der Raumkomposition. Und das ist so das, wo sich der Kreis dann für mich auch geschlossen hat zu meiner ursprünglichen Arbeit als Pianist. Ja, und der Kreis schließt sich ja quasi doppelt, wenn Sie mit einem Holocaust-Stück erstmals auf einer Theaterbühne sozusagen agiert haben und jetzt ja, ein Überleben aus Warschau machen ja, von Schönberg, stimmt. Dann ist es ja sozusagen nochmal ein geschlossener Kreis. Ja, Novoflot haben Sie eben schon erwähnt, Ihr Ensemble. Man fragt sich, wenn ein neues Ensemble gegründet wird, was treibt die Menschen an, das zu machen? Ist es die Unzufriedenheit über Gegebenheiten in bestehenden Betrieb oder einfach die unbegrenzte Lust, etwas neu zu machen, unabhängig von Institutionen? Es war tatsächlich damals die unbegrenzte Lust. Da muss man so ein bisschen theaterhistorisch zurückgehen. Also ich bin in Berlin der 90er Jahre studentisch groß geworden. Damals hat die Volksbühne reüssiert, Frank Hastorf, Christoph Marthaler, Christoph Schlingensief, René Polisch, hat damals noch am Podewil gearbeitet. Gorb Squad, Shishi Pop, das eine Mitglied von Shishi Pop ist auch bei uns Gründungsmitglied gewesen. Also diese Szenerie hat mich interessiert und die gab es an Opernhäusern damals schlicht nicht. Also damals waren die großen modernen Regisseure Hans Neuenfels oder Peter Konvitschny, die galten als wahnsinnig modern. Das war dann aber schon das Ende der Fahnenstange. Überhaupt nichts gegen diese beiden großen Künstler. Aber sie haben natürlich auf der anderen Seite auch letzten Endes sehr konventionell mit dem Operngenre gearbeitet, indem sie das Werk an sich nicht angetastet haben. Und die ganze Dekonstruktion der 90er Jahre fand damals im Musiktheater noch nicht statt. Auch hat Christoph Schlingensief sich damals noch gar nicht der Oper genähert. Das kam alles erst später. Also das heißt, es gab damals für uns auch irgendwie ganz viel zu tun. Es gab irgendwie so einen naiven Entdeckergeist oder so eine Entdeckerfreude, wo wir gesagt haben, was passiert denn eigentlich, wenn man eine Barockoper aufführt und alle Rezitative rausnimmt und stattdessen Texte mit reinsetzt und Schauspieler auf die Bühne stellt und die Parameter der Oper durcheinanderwirbelt und anders mit neuer Musik umgeht oder anders mit Kombinationen. Das ist auch aus heutiger Sicht ja fast schon normal, aber damals war das tatsächlich nicht normal. Und der zweite Punkt ist auch gewesen, dass wir tatsächlich eine der ersten freien Gruppen gewesen sind, die sich ernsthaft versucht haben, mit dem Genre Oper zu beschäftigen. Also es gab schon die freien Gruppen, die, ich sag jetzt mal, Benjamin Britten in der Fabrikhalle aufgeführt haben, aber so, dass man wirklich versucht, an den Parametern der Oper zu forschen und wirklich diesen Begriff Oper ernst zu nehmen und ihn mit Performance zusammenzubringen und das Performance-Potenzial in der Oper zu entdecken, das war tatsächlich etwas, was es damals nicht gab. Und daran hatten wir einfach Spaß. Und das hatte wie so oft auch mit den Menschen zu tun, die mir begegnet sind. Das war auch ein Riesenglück, weil eben unser Gründungsdramaturg Sebastian Bark, wie gesagt, in dieser ganzen Szenerie Shishi Pop und Gob Squad und Force Entertainment und René Polisch groß geworden ist. Und der Dramaturg, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, Malte Ubenauf, auch so mit Christoph Marthaler wahnsinnig viel zusammenarbeitet und dort dieser Erfahrungshorizont auch so hineinwächst. Und dann ist es immer mehr gewachsen, das Ganze. Nun haben Sie gerade schon einen möglichen Spagat angesprochen. Es gibt immer die strengen Vertreter der Werktreue. Und dann auf der anderen Seite das, was Sie jetzt im weitesten mit Performance umschrieben haben. Ist das für Sie eigentlich ein Widerspruch? Nee, überhaupt nicht. Es ist für mich wirklich gar kein Widerspruch. Und ich gehöre zu den Ersten, die versuchen, auf der Bühne der Musik immer einen ganz großen Raum zu geben. Ich denke, das zeigt sich auch in der Tatsache, dass wir ja extrem darauf achten, wirklich mit sehr guten Musikern zusammenzuarbeiten. Das ist uns sehr wichtig. Also so Leute wie Ensemble Dissonat oder Johnny Lamarama oder Nils Wogram als einer der weltbesten Jazz-Posaunisten, das sind schon so die besten Leute, die man in dieser Szene irgendwie fragen kann. Und das zeigt ja schon, dass wir unsere Projekte versuchen, da sehr dezidiert auf die Musik auszurichten, weil diese Qualität so wichtig ist. Ohne diese Qualität geht's nicht. Und das Ganze ist bei uns ja auch nicht, ich nenne es jetzt mal so ein Genre zusammengemanche, sondern es geht eigentlich immer von der Struktur einer Komposition aus und die Musik steht immer im Zentrum. Und insofern sind wir eigentlich in manchen Dingen viel konventioneller als manche unserer KollegInnen, die irgendwie Clownerie und auf die Bühne bringen und manchmal den Eindruck hat,
dass die Musik eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht. Und ich bin auch jemand, der beispielsweise bei manchen Musiken feststellt, sie lassen sich gar nicht dekonstruieren. Und dann machen wir es auch nicht. Also wir haben beispielsweise mal zwei Bach-Projekte gemacht. Das eine war das Weihnachtsoratorium, das haben wir tatsächlich dekonstruiert. Das ging hervorragend, weil wir es zur Weihnachtszeit aufgeführt haben. Und das war irgendwie klar. Also da hat man einfach den weihnachtlichen Oratoriumsbesucher verstört. Das lag auf der Hand. Und beim zweiten Bachabend, da haben wir aber gemerkt, dass sich Johann Sebastian Bach nicht dekonstruieren lässt, weil die Architektur der Musik ist so stark, dass es nicht funktioniert. Das ist bei Beethoven zum Beispiel sehr ähnlich. Also es gibt Komponierende, da funktioniert das nicht wirklich. Bei Schönberg machen wir jetzt auch ähnliche Erfahrungen. Also es geht uns nie darum, mit dem Hammer durch die Gegend zu laufen, sondern es ist wirklich die Dekonstruktion im ursprünglichen Sinne, nämlich dass man ein Prisma vor die Musik legt und einfach das Licht in verschiedene Richtungen leuchtet und sich einfach Klappen öffnen und die Neugier geöffnet wird. Der Begriff Dekonstruktion ist ja schon seit einigen Jahrzehnten en vogue, war in verschiedenen Wissenschaften, Literaturwissenschaften und so weiter, war er ja sehr populär. Es steht ja für etwas, was man aufbrechen möchte und, wie Sie es ja beschrieben haben, multiperspektivisch jemandem vermitteln möchte. Gibt es dabei für Sie Grenzen? Also eigentlich setzen wir uns die Grenzen immer durch das jeweilige Projekt. Also die Projekte, die wir uns überlegen, sind ja immer sehr konzeptuell. Also es geht um eine Erforschung des Schönberg-Universums angesichts der Tatsache, dass die Rechte frei werden. Jetzt gibt es 6 eigene Abende zu diesem Thema und wenn es beispielsweise eine Überschreibung des Überlebenden aus Warschau gibt, dann ist natürlich die Grenze schon durch das Thema gesetzt, weil der Respekt vor diesem unfassbaren Thema bedeutet, das haben wir jetzt auch festgestellt, dass wir uns als Künstlerinnen unglaublich zurückhalten gegenüber dem Thema und eigentlich fast schon versuchen, das Schweigen auf die Bühne zu bringen. Und ich als Regisseur gar nicht als derjenige gefragt bin, der viel entwickelt auf der Bühne, sondern versucht, wahnsinnig wenig zu entwickeln und diesem Gedenken einen Ort zu geben. Und insofern ist dadurch eine ganz klare Grenze gesetzt. Und wenn es aber ein anderes Projekt ist, dann ist es eine andere Grenze. Und wir versuchen immer, uns sehr klare Grenzen vorher abzustecken und dann innerhalb dieser Grenzen zu erforschen. Also eigentlich wie ein Forscherteam, was ja auch nicht einfach mit Messer und Gabel losläuft und irgendwie guckt, was so in der Welt zu finden ist, sondern man hat ein klares Ziel, man hat die Eroberung des Südpols und jetzt begibt man sich auf die Reise und überlegt sich sehr genau, was man ins Gepäck mitnimmt und versucht, nicht zu verhungern auf dem Weg. Und diese Grenzen setzen wir uns tatsächlich sehr dezidiert, indem wir uns beispielsweise wahnsinnig lange Gedanken machen, mit welchen KünstlerInnen wir zusammenarbeiten, wer passt in das Ensemble. Das ist überhaupt nicht beliebig und überhaupt nicht, ach, könnte Spaß mit dem machen, sondern wir überlegen uns das sehr genau. Und dadurch entstehen auch immer sowas wie Grenzen, aber in einem positiven Sinn. Also jetzt nicht Grenze im Sinne von Begrenzung, sondern Grenze bedeutet ja in der Musik, finde ich, immer eher, dass sich Dinge öffnen, so wie in der Improvisation. Die interessanten Dinge auch immer nur dann entstehen, wenn man Grenzen absteckt und nicht einfach nur alle klimpern. Ja. Sie haben jetzt schon einige Fährten gelegt mit Blick auf Schönberg. Sie haben intensiv Arnold Schönberg durchforstet und bringen in Köln 3 Projekte an verschiedenen Orten auf die Bühne. Bevor ich das beschreibe, machen Sie es doch bitte. Genau, also wir beginnen mit Die Harmonielehre Teil 3, Ein Ermordeter aus Warschau. Das ist der 3. Teil der Trilogie, der eben, wie gesagt, sich bezieht auf den Überlebenden aus Warschau, gemeinsam mit dem Komponisten Michael Wertmüller und Max Czollek und einem fantastischen Ensemble. Und Max Czollek arbeitet ja schon seit Jahren sehr intensiv an der Gedächtnisarbeit, an der Erinnerungsarbeit und seine These, dass in diesen letzten Jahren die letzten TäterInnen und Opfer des Holocaust durch ihren Tod nicht mehr live Zeugen sein können, naturgemäß, bedeutet, dass wir umso mehr eine Erinnerungskultur entwickeln müssen. Und das ist der Versuch, eine musikalische Erinnerungskultur, eine musikalisch-dramatische Erinnerungskultur zu entwickeln. Das ist der 3. Teil.
Und dann kommt der nächste Teil, ein Gurulied, das sagt schon etwas, weil es ist eben ein Gurulied und nicht die Gurulieder. Es bezieht sich natürlich auf die Gurulieder von Arnold Schönberg. Da arbeiten wir mit einem Filmemacher zusammen, mit dem wir schon mehrere Projekte gemacht haben. Das ist der Mirko Borscht. Mirko Borscht hat uns eine Filmspur entwickelt von circa 50 Minuten Länge, auf die wir uns jetzt im Probenprozess beziehen. Also das heißt, es gibt auf der einen Seite die Filmspur von Mirko, die sich im weitesten Sinne der Begegnung unterschiedlichster Menschen, unterschiedlichster Paare, einsame Menschen im öffentlichen Raum, also es ist wie so eine metaphorische Überschreibung der Themen, die sich in den Choreliedern finden lassen, auf bildlicher Ebene. Und jetzt ist es so, dass wir wiederum im Probenprozess mit einem Team von 16 MusikerInnen in unterschiedlichsten Konstellationen immer wieder bestimmten einzelnen Szenen der Gurulieder widmen. Es sind so circa 10 Minuten Musik, denen wir uns immer wieder auf unterschiedliche Art widmen. Deswegen eben ein Gurulied. Und das Ganze ist dann jeweils eine Bearbeitung von uns, der jeweiligen Orchesterliteratur von Schönberg. Das ist der zweite Teil im Wallraf-Richartz-Museum. Und dann kommt der dritte Teil und das ist die Schönberg-Gala. Und das ist die Fortführung eines Formats, das wir als ersten Teil der Harmonielehre schon mal gemacht haben. Da haben wir einen Schönberg-Opernball aufgeführt. Dieser Widerspruch hat uns Spaß gemacht. Wien und Schönberg ist ja so eine Geschichte für sich. Das weiß man ja, dass Schönberg immer wieder aus Wien geflüchtet ist. Um zu glauben, dass es in Berlin einfacher wird, dann ist er in Berlin auch wieder geflüchtet und ist nach Wien zurückgegangen, dann wurde es schon gar nicht mal einfach und dann musste er im nationalsozialistischen Deutschland auch noch nach Amerika flüchten. Also dieser Kosmos und dann natürlich sein Kosmos der atonalen Musik kombiniert mit dem Wiener Opernball, das hat uns einfach total interessiert. Und wir zelebrieren tatsächlich teilweise auf abstruse Weise die Konventionen eines Wiener Opernballs mit Tanzpaaren und so weiter, aber das Ganze eben immer mit Musik von Arnold Schönberg. Und dieser Widerspruch führt natürlich zu abstrusesten Situationen, das kann man sich ja vorstellen. Mehr möchte ich nicht verraten. Wobei Schönberg ja, sagen wir mal, dem, was auch als Wiener Unterhaltungsmusik gilt, gegenüber gar nicht so abwehrend gegenüberstand. Für seinen Verein für musikalische Privataufführungen hat er Straußwalzer bearbeitet, beziehungsweise bearbeiten lassen auch, wie vieles andere auch. Das zeigt ja innerhalb der Stücke, die auch bearbeitet wurden, Mahler, damals zeitgenössisch, dass das für ihn doch einen gewissen Stellenwert hatte. Zeigt uns das im Umkehrschluss, dass man Arnold Schönberg auch heute im Jahr 2024 immer noch nicht richtig fassen kann? Sie haben ja die einzelnen Episoden eben angerissen. Also das ist völlig richtig. Teile dieser musikalischen Werke finden bei uns auch statt. Auch teilweise Werke, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, so wie Suite im alten Stil oder so eine Werke, die man jetzt, wenn man es hört, nicht unbedingt direkt mit Arnold Schönberg verbindet. Man hat ja auch so ein Klischee von ihm im Kopf. Und natürlich ist es für uns auch toll gewesen, sich jetzt nochmal so intensiv mit dem Werk von Arnold Schönberg zu beschäftigen. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass man ihn noch nicht so richtig verstanden hat, weil eben einfach der Humor, der da teilweise drinsteckt und die Vielschichtigkeit, die geht so ein bisschen unter vor der Ernsthaftigkeit der vielen Aufführungen, die man so gesehen hat und natürlich auch einer unfassbaren Ernsthaftigkeit, die Schönberg auch ausgestrahlt hat. Aber das wiederum liegt ja auch daran, dass man viele seiner Interviews und Berichte eher aus späteren Zeiten kennt, wo sich das Werk ja tatsächlich verändert hat. Also speziell die ganzen Werke nach der Flucht nach Amerika, die haben dann ja schon was, einen sehr anderen Kern. Und das versuchen wir auch mit unserer Arbeit, eben das gesamte Oeuvre zu sehen, vom Beginn bis zum Ende. Und deswegen eben natürlich auch die Gurulieder, die ja auch in einer Phase entstanden sind, wo die Zwölftonmusik noch gar nicht präsent war. Warum hat Schönberg es heutzutage denn dann immer noch schwer? Also man bemüht ja so im Feuilleton gerne den Vergleich zur bildenden Kunst der damaligen Zeit. Die wird gehypt und teuer bezahlt. Aber wenn das Ganze auf die Musik zu sprechen kommt, Zwölftonmusik, das ist nicht gerade ein Publikumsmagnet. Das merken übrigens Konzernveranstalter immer wieder. Warum ist das heute immer noch so?
Das ist echt schwierig zu beantworten. Man muss ja sagen, dass es leider grundsätzlich bei der neu komponierten Musik auch so ist. Also bei vielen Menschen hört einfach die Musikgeschichte quasi nach Wagner auf. Da kommt dann noch so ein bisschen Strauss und ab und zu mal Stravinsky, aber auch jetzt nicht lieber die Ballette und nicht, also so in der breiten Öffentlichkeit und auch durchaus in der gebildeten musikalischen Öffentlichkeit gibt es einfach dieses Bild und alles, was danach ist, das wird so ein bisschen unter ferner Liefen betrachtet. Und das hat natürlich Einfluss auf die Programmplanung der Häuser, das hat Einfluss auf die Reaktionen von Presse und es ist einfach so ein Konglomerat von Informationen, das irgendwie so im Raum schwebt und das führt immer zu irgendwelchen Dingen und das braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit von Vermittlungsarbeit, bis sowas stattfinden kann. Und natürlich ist unser Projekt auch so ein Versuch. Es ist auch ein Versuch, sich selber dem Werk von Schönberg anders anzunähern. Also ich kann mich schon auch erinnern, dass als ich noch als Pianist gearbeitet habe, das schon auch ich als sehr anstrengend empfunden habe, die Klavierwerke von Schönberg einzustudieren. Und oh, es ist klar, es ist anstrengend, es ist Arbeit und das drückt auch so eine Ernsthaftigkeit aus. Und jetzt bin ich total froh, dass wir so den Spaß da drin entdecken. Und dafür war auch dieser Opernball da, dass man fünfe gerade sein lässt und rauf aufs Parkett und einfach mal ausprobiert, was das mit dieser Musik macht. Und diese Art von Entdeckerfreude, die fehlt vielleicht ein bisschen. Oder vielleicht wird das noch kommen, so würde ich es mal sagen. Ich möchte das jetzt gar nicht despektierlich formulieren oder meine das auch nicht als Vorwurf, weil ich ja auch weiß, wie schwierig das ist, für die Konzerthäuser und Opernhäuser zu programmieren, weil man ist ja immer von den ZuschauerInnen abhängig, dass die auch kommen. Und insofern kann man, glaube ich, nur durch Regelmäßigkeit und durch eine gewisse Impertinenz und durch den immerwährenden Versuch, die Zuschauer versuchen anzulocken. Jetzt haben wir relativ viel über das Werk von Schönberg gesprochen, das ja nun wirklich reichhaltig genug ist. Wie hat sich Ihr eigenes Bild auf den Menschen Arnold Schönberg durch diese vielen Projekte, ja, vielleicht verändert, vielleicht gefestigt? Komplett verändert. Bestimmte Werke kannte ich einfach nicht. Also ich habe mich eher aus der Perspektive des Pianisten ihm angenähert und natürlich auch aus der Perspektive des Komponierenden. Logischerweise beschäftigt man sich dann mit der Zwölftontechnik und mit allem, was da so drumherum hängt, mit den Komponierenden, die sich dann darauf bezogen haben, mit Stockhausen und serielle Musik und alles, was daraus so entstanden ist. Und insofern, irgendwie hatte man immer wieder so mit Schönberg zu tun, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, waren es eigentlich eher so ein paar Punkte oder es war wie so eine Startrampe, die irgendwo hingeführt hat. Und jetzt hat sich das für mich insofern geändert, als dass ich nochmal diese ganzen biografischen Situationen so durchgegangen bin und die entsprechende Musik, die er in der Zeit komponiert hat, Sie erwähnten schon die Gassenhauer, aber auch die Gorro-Lieder und dann Pirolonaire und die Streichquartette, die in sich ja auch eine Entwicklung haben. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann ergibt sich ein komplett anderes Mosaik, aber eben immer ein Mosaik auch von Widersprüchlichkeiten. Und was ich auch besonders interessant finde, ist diese Verletztheit bei Schönberg. Man hat natürlich aus heutiger Sicht das Bild des großen Künstlers, der natürlich auf der einen Seite sehr selbstbewusst war und ja auch als Maler aufgetreten ist, als Redner, als jemand, der die Musikwelt auch kritisiert hat und so. Also, aber auf der anderen Seite war eben auch immer dieses Potenzial zur Kränkung. Und das finde ich natürlich auch ein interessantes Potenzial. Und das Ganze kombiniert noch mit der unfassbaren notwendigen Flucht nach Amerika und dem entsprechenden Leben dort, das ist natürlich alles Wahnsinn. Sie haben eben beschrieben, wie Sie Grenzen aufbrechen möchten. Und dann eben in Zusammenhang mit Arnold Schönberg stellt sich mir die Frage, inwieweit ist es ein Glücksfall, wenn man die Musik von Schönberg aus dem, sagen wir mal, herkömmlichen Umfeld eines Konzertraumes, egal ob groß oder klein, herauslöst und, wie Sie eingangs des Gesprächs gesagt haben, in Räume überführt, die zu dieser Musik zunächst mal gar nicht zu passen scheinen, so sage ich es mal bewusst. Ist das eine Erleichterung, eine Brücke, auch für das Publikum? Das glaube ich auf jeden Fall. Also das Erste ist, dass wir sehr viele verschiedene Werke anspielen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, sie zu Ende zu spielen.
Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit, einen sehr breiten Querschnitt durch sein Werk zu zeigen. Und natürlich ist es auch einfach ein Unterschied, ob ich mir 2,5 Minuten Streichtrio anhöre oder 10 Minuten, das ist ja logisch. Und wenn ich ein Streichtrio beende und plötzlich wird eine merkwürdige Rede gehalten, die etwas mit Tanz zu tun hat, ich sage es jetzt nur als Beispiel, dann verschieben sich natürlich die Parameter in Richtung Theatralität, in Richtung Hinterfragen von Performance-Techniken, von musiktheatralen Techniken. Und diese ganzen Fragen führen natürlich dazu, dass man automatisch auch anders über die Musik nachdenkt und sie auch anders reflektiert. Was ich wirklich ziemlich spannend finde jetzt in der Vorbereitung, wir haben ja in den letzten Jahren ein Team von vielen, vielen internationalen MusikerInnen aus der ganzen Welt. Und dann haben wir aber auch ziemlich viele Player aus der Kölner Szene. Und das finde ich natürlich großartig. Wir haben das Assas-Herlo-Quartett dabei. Wir haben das Jugendblasorchester dabei mit 90 Bläsern. Wir haben die dann auch nochmal mit einem Quintett dabei. Wir haben das Flora-Symphonieorchester dabei. Also wir haben hier eine ziemliche Batterie von Kölner Kulturplayern auf der Bühne. Und das finde ich natürlich großartig, so eine Zusammenkunft. Das war Sven Holm, der Regisseur, der in Köln 3 seiner Projekte rund um Arnold Schönberg präsentieren wird. Wir sind gespannt und ich danke für das Gespräch. Ich danke auch.